Heute geht es um das Gravieren in Desproto auf Freiformflächen. Dazu benötigen wir zuerst Geometrie. Die erstellen wir in Rhino. Wir haben hier eine Kurve im Raum, daraus machen wir eine Fläche. Und das hier sind flache Vektorkurven, die brauchen wir zum Gravieren. Zunächst schnell die Fläche erstellen. Die aktuelle Ebene ist Schale. Wir machen es uns einfach und erstellen eine Füllfläche aus dieser Kurve und sind damit auch zufrieden. Schattiert sieht das so aus. Okay, das soll für einen Versuch reichen. Diese Fläche exportieren wir als STL-Datei. Und die nennen wir der Einfachheit halber A. Aber nicht als DXF, sondern als STL-Datei. Können wir noch etwas an Genauigkeit einstellen, aber das spielt für unseren Versuch hier keine größere Rolle. Deswegen belassen wir den Default-Wert. Okay, die Datei ist fertig. Dann exportieren wir diese roten Vektoren als DXF-Datei. Und die nennen wir auch A. Dann wissen wir, dass die zusammengehören, die beiden Dateien. Aber diesmal natürlich als DXF-Datei. Okay, das war's schon. Weiter geht's in Desproto. In Desproto starten wir den Assistenten, der uns jetzt durchführt durch die Operationen, die wir machen wollen. Zunächst die Maschine haben wir ausgewählt und wir wollen 3D fräsen, eine Seite. Das reicht in diesem Fall. Wir wählen die Geometriedatei. Das ist unsere 3D-Datei, die a.stl. Da sehen wir auch schon, was los ist. Die ist hier schon zu sehen. Wir wollen alles bearbeiten. Stege brauchen wir nicht. Und ich mache das jetzt etwas schnell, weil es kommt ja auf das Gravieren an und nicht auf das Bearbeiten des Teils. Schruppen hatten wir gerade, Schlichten machen wir auch und einen Konturjob. Und damit sind wir auch schon fertig. Wenn wir jetzt die Werkzeugwege erstellen, dann sehen wir, dass wir alles richtig gemacht haben. Der Übersichtlichkeit halber blende ich die Jobs Schruppen und Kontur aus. Jetzt sehen wir nur noch die Schlichtwege. Hier müssen wir etwas machen. Wir wollen nicht hier herunterfahren. Das ändere ich rasch in dem Projekt. Ein Doppelklick. Und bei Erweitert kann ich einstellen, dass weder horizontale noch vertikale Wege gefahren werden. Okay. Schauen wir in der Simulation, wie das tatsächlich aussieht. Wir wollen nur das hier berechnen lassen. Und jetzt ist er schlecht zu sehen. Ich blende noch die Werkzeugwege aus. Einen Rechtsklick in den Grafikbereich. Eröffnet mir das Kontextmenü, in dem ich das einstellen kann. Ich möchte jetzt nicht sehen die Werkzeugwege, also hake ich die ab. Okay, das könnte so ungefähr mein Ergebnis sein. Jetzt kommen wir zu dem Gravieren. Da laden wir eine Datei hinzu. Im Menü Datei, Vektordatei laden. Unsere a.dxf, die wir eben in Rhino exportiert haben, öffnen wir. Und hier in grün ist das auch schon zu sehen. Was wir jetzt noch nicht haben, ist eine Tiefe und ein Werkzeug dafür. Das heißt, wir müssen einen Job anlegen, in dem wir das alles einstellen können. Mit einem Rechtsklick auf das Teil kann ich einen 2D-Job hinzufügen. Der ist auch schon da und mit Doppelklick editiere ich den. Zunächst einmal
Einen 6er Kugelfräser wollen wir bestimmt nicht dafür nehmen. Vielleicht einen kleineren. Mal sehen, was wir haben. Einen 1 mm Fräser. Okay, das wäre schon richtig, aber wir müssen noch mehr einstellen. Und zwar wollen wir Kontur fräsen. Dann muss ich zunächst die Kurven auswählen. Ich wähle alle Kurven aus, die ich gerade geladen habe und bestimme, dass wir das Fräserzentrum auf der Kurve entlang führen. Als Option kann ich noch den kürzesten Weg einstellen, was in diesem Fall sinnvoll ist. Das ist auch schon angehakt, also wende ich das an. Ja, mal sehen, was herausgekommen ist. Noch nichts, noch keine Werkzeugwege. Die muss ich gesondert erstellen, nachdem ich den Dialog verlassen habe. Na, jetzt sehe ich wieder die vom Schlichten, die blende ich gerade aus. Und jetzt sollte ich hier Werkzeugwege sehen, aber hier ist noch ein Fehler drin. Die Werkzeugwege sind in derselben Position wie die Vektoren, die ich geladen habe. Aber ich möchte die ja hier auf diese blaue Fläche haben. Da habe ich wohl was vergessen. Bei den Z-Einstellungen kann ich einstellen, dass die Vektoren auf die 3D-Geometrie projiziert werden. Das hake ich an, wende es an und OK. Und schon sehen wir, dass die Werkzeugwege auf der blauen Geometrie liegen. Allerdings liegen die jetzt ganz genau auf dieser Geometrie und haben noch keine Tiefe. Ich gehe nochmal zum Editieren des Jobs und stelle die Tiefe ein. Sagen wir minus 1 mm. Okay. Jetzt sehe ich die Werkzeugwege nicht mehr, weil die sich ja unterhalb der Oberfläche des Teils befinden. Die Simulation wird uns aber das Ergebnis zeigen. Hier ist die Simulation, hier ist angehakt, dass ich das Schlichten sehen möchte und ich möchte den 2D-Job sehen. Ich berechne die Simulation und jetzt sieht das schon ganz gut aus. Aber das Blaue hier, das stört mich. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Eigentlich müsste das Material weg sein, aber es sieht so aus, wenn das blau ist, als ob das Originalteil in der Ansicht noch aktiv ist. Das kann ich wiederum ändern, indem ich die sichtbaren Elemente auswähle und ich möchte die gerenderte Geometrie nicht sehen. Okay, das sieht schon ganz vernünftig aus. Beim Fräsen mit der Drehachse funktioniert das Ganze sehr ähnlich. Zunächst erstelle ich rasch eine Geometrie in Rhino. Wir haben hier eine Randkurve und irgendein Profil und das soll ein Rotationskörper werden. Das ist die Profilkurve, das ist die Leitkurve. Der Start der Rotationsachse liegt auf 0. Und so ist sie ausgerichtet und damit ist unser Objekt schon fertig. Was noch fehlt, ist die Beschriftung, die ich am Rand der Vase aufbringen möchte. Die Beschriftung befindet sich hier. Das sind auch flache Vektoren, die einfach aus einer Schriftart entstanden sind. Der Übersichtlichkeit halber blende ich das gerade aus, dann kann man es besser sehen. Einfach nur irgendwelcher Wingdings-Text. Okay, wir müssen zuerst unsere 3D-Geometrie exportieren und dann die Vektoren. Wo habe ich denn die Geometrie gelassen? Ach, ich habe die ausgeblendet. Dann kann ich sie wohl wieder einblenden. Das exportiere ich als STL-Datei. Das nennen wir B. Der Dateityp ist STL. Und wir übernehmen die voreingestellten Werte. Dann exportiere ich direkt danach die Vektoren. Vektoren.
Dateiname B, Dateityp AutoCAD-DXF. Weiter geht's in Desproto. Wir starten wieder den Assistenten. Und diesmal machen wir ein Fräsen mit Drehachse. Der nächste Schritt fragt die Geometriedatei ab. Das ist meine b.sdl. Da ist sie auch schon. Wir wollen an der Ausrichtung und Skalierung nichts ändern. Alles okay. Wir lassen Standardstege erzeugen, so dass das Teil auch tatsächlich eingespannt werden kann. Und wir schruppen und wir schlichten. Und das war's. So sieht das im Ergebnis aus. Ohne Schruppen etwas übersichtlicher. Okay, jetzt kommen wir zu den Vektoren, die zu gravieren sind. Die laden wir wieder hinzu. Vektordatei laden. B. Öffnen wir. Da liegen die herum. Da, was in grün hier zu sehen ist. Und die scheinen etwas verschoben zu sein. Kein Problem. Das können wir ändern, indem wir bei dem Teil bearbeiten. Hier kann ich auswählen, was ich bearbeiten möchte. Ich möchte jetzt die 2D-Vektoren bearbeiten und nicht die Geometrie. Die 2D-Vektoren, die muss ich ein wenig transformieren. Wie viel könnte das etwa sein? Das Teil ist ungefähr so lang. Vielleicht etwa 40 mm verschieben. Ja, sieht korrekt aus. Wir checken von oben, wie das aussieht. Das Schlichten stelle ich ab und wir schauen uns die ganze Situation von oben an. Das ist noch nicht richtig. Ich möchte das hier etwa mittig haben, also 1-2 mm muss es noch rüber. Also bearbeiten, transformieren, minus 38 könnte wohl passen. Na, minus 39 ist besser. So, jetzt ist das etwa zentriert. Okay, reicht mir. Auch diese Vektoren brauchen einen Job, um ausgeführt werden zu können. Also füge ich dann hinzu bei Teil 2D-Job hinzufügen. Da ist er. Der wird jetzt entsprechend editiert, wie bei dem Dreiachsen bearbeiten. Also ich nehme keinen 6er Kugelfräser, sondern irgendwas ganz Kleines. Ein 1 mm Fräser sollte okay sein. Bei den Z-Einstellungen stelle ich ein, dass die Vektoren auf die 3D-Geometrie projiziert werden. Aber ich muss die Konturen noch wählen. Konturfräsen, alle, die ich eben geladen habe. Und auf Kurve möchte ich fräsen und den kürzesten Weg fahren. Okay, sollte reichen. Und wenn wir jetzt die Werkzeugwege erzeugen, dann sehe ich tatsächlich, dass die hier auf der Geometrie liegen und auch so gefräst werden. Um die jetzt tatsächlich zu gravieren, muss ich noch eine Tiefe einstellen. Ich habe die Tiefe jetzt auf 0 gelassen, damit wir die Position kontrollieren können. Z auf 0, Z minus 1. Und das war's. Jetzt sehe ich die Vektoren nicht mehr, aber sie sind tatsächlich da.